Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben heute wieder mal unseren interaktiven Talk, Die Linke in Corona-Zeiten. Eine Woche hatten wir Pause, letzte Woche. Ich glaube, das sei uns mal gegönnt. Heute sind wir aber wieder direkt auf dem Tablet und der Tag hätte nicht passender sein können, weil ich habe gerade heute gelesen, der Oberstleutnant Marcel Bonert, das ist also nicht irgendeiner, sondern es ist ein höherer Offizier der Bundeswehr. Und nicht nur das, er leitet das Sachgebiet Neue Medien, ist also nicht irgend so ein kleiner Sandlatscher, der wiederum, der liked die Internetmeldungen der identitären Bewegung und bestimmter rechtsradikaler Verlage, etwa Hetzschriften des Autors Manfred Kleine-Hartlage. Das sind die Einflüsse der neuen Rechten. Was macht eigentlich die extreme Rechte heute so, wenn sie so zwischen Social Media und antisemitischer Propaganda hin und her schwankt? Diese Frage werden wir beantworten mit Natascha Strobel. Natascha Strobel ist 35 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin und Skandinavistin. Sie lebt in Österreich und ich freue mich sehr, dass wir sie heute hier haben. Sie ist Expertin für Rechtsextremismus und die neue Rechte. Sie ist auch Mitautorin von Fachbüchern über die Strategien und Ziele der identitären Bewegung in Europa. Und was macht die identitäre Rechte, wenn sie gerade nicht Social-Media-Kanäle bedient? Naja, zum Beispiel Briefe schreiben. Sie schreibt den Politikerinnen der Linken mit NSU 2.0 oder Idil Beida oder anderen Künstlerinnen und Künstlern, die ihr Anwälten, schreibt sie halt Briefe mit Morddrohungen. Das könnte auch das sein. Und die neue Rechte ist natürlich auch an neuen Themen interessiert. Sie hat sich vom Stiefel-Fascho-Nazi-Image befreit. Sie macht heute auf andere Themen, Migration, Europa, Kultur, Soziales, Ökologie. Ungleichheit ist ihr Thema, aber modern. Deswegen werden wir heute mit Natascha Strobel darüber sprechen, wie können wir eigentlich diese neue Entwicklung einschätzen? Was ist das? Wie können wir auch Gegenstrategien entwickeln? Und da mal gleich meine erste Frage an Natascha. Dieser Coup, den die heute gelandet haben, in dem sie es geschafft haben, dass so ein Bundeswehroffizier der nicht ganz unteren Baugruppe das liked, ist das ein Zufall oder ist das vielleicht sogar Absicht? Gehört er gar zu den Truppenteilen oder was ist das? Erstmal hallo aus Wien, freut mich sehr, dass ich da bin. Und da sind wir gleich mitten im Thema. Es hätte tatsächlich einfach kein passenderer Tag sein können. Und die Frage, was reitet jemanden, der so hoch oben ist in der Hierarchie der Bundeswehr, quasi sich öffentlich zu den Identitären zu bekennen? Und es geht ja hier nicht um mal ein Like, also auch da fehlt mir schon das Verständnis, aber also man muss es ja auch nicht übertreiben, sondern es geht ja hier um systematisch immer wieder Beiträge liken und Beiträge, die auch klar gekennzeichnet sind. Das kommt ja auch dazu. Das sind ja nicht versteckte Strategien, wo man nicht erkennen kann, um was es geht. Und ich möchte es gar nicht zu sehr individualisieren, da der individuelle Umgang mit dem Mann wird gefunden werden in der Bundeswehr. Aber es geht ja hier darum, dass sich jemand auch so sicher fühlt, weil offensichtlich niemand im Umfeld mal sagt, hey, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Also auch im Privaten, was ich nicht beurteilen möchte, aber vor allem im beruflichen Umfeld. Also wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze und mich auf Social Media austoben würde, also da würden meine Kolleginnen mich schon irgendwann mal ansprechen und sagen, also das geht gar nicht. Und vor allem würden Chefs und Chefinnen irgendwann kommen und sagen, also das passt jetzt wirklich nicht mehr überein mit den Zielen, wo du arbeitest. Und dass das über einen gewissen Zeitraum geht, zeigt ja, dass es hier nicht um ein individuelles Problem geht, sondern offensichtlich ein systemisches Problem gibt. Und wie haben die das geschafft? Also offenbar ist es ja so, dass die Berührungsängste nicht mehr so da sind.
die Themen auch anschlussfähig sind an Konservative. Wie ist es eigentlich der identitären Rechten gelungen, hier wieder aus dem Schmuddel-Image ein Stück weit rauszukommen? Sie arbeiten ja schon ganz, ganz lang daran. Also wir sehen ja das jetzt schon seit 10 Jahren mindestens, dass immer wieder versucht wird, immer wieder Testballons losgeschickt haben. Und man muss natürlich sagen, dass 2015 ein Brandbeschleuniger war, weil hier ja auch Geschichte einfach umgeschrieben wurde im Nachhinein. Also ich kann mich gut an 2015 erinnern und dass sehr viele Menschen bereit waren zu helfen, an den Bahnhöfen gestanden ist. Und jetzt muss man sich ja schon fast dafür schämen, dass man es gut fand, dass Menschen geholfen wurde. Jetzt muss man sich dafür schämen, dass man Familien willkommen geheißen hat, weil es im Nachhinein umgedreht worden ist, als wäre das etwas ganz Furchtbares gewesen. Und das ist einer dieser großen Erfolge dieses ganzen Spektrums, wo einfach eine Schneise geschlagen wurde, eine diskursive Schneise geschlagen wurde, dass wir uns in einer Art Kampf befinden. Und Krieg und Kampf, das macht emotional ganz viel mit einem. Und dass diese Leute, die da kommen, Kombattanten sind in einem Krieg, den wir führen. Und Krieg ist eine Situation, also die können wir uns ja fast gar nicht vorstellen, auch wenn es natürlich viele Leute gibt, wo das in der Familie erlebt wurde, auch in der jüngeren Geschichte. Und da ist man sofort auf, wir müssen uns verteidigen. Und gerade dieser Topos des Verteidigens, auch des Europa-Verteidigens, hat es wirklich weit rein in die Gesellschaft geschafft. Und das ist so ein Moment, wo man ansetzen müsste, hey, wir sind nicht im Krieg. Es ist nicht der Weltuntergang, steht nicht morgen bevor. Wir haben ganz viele Herausforderungen und die sind komplex oder auch nicht. Aber wir sind nicht die Generation, wo wir jetzt uns auf Auge um Auge, Zahn um Zahn gegen andere Menschen bekämpfen müssen. Und es ist schon, das macht auch was mit einer Gesellschaft, wenn so ein Denken mal ganz weit gediegen ist. Und das erleben wir eben nicht nur in der extremen Rechten. Und dass das angeblich ein Krieg ist zwischen uns hier und Leuten, die über das Mittelmeer kommen, also das hält ja auch der Realität einfach nicht stand, aber es ist so tief schon in den Köpfen drinnen und seit 2015, dass das ja wirklich große, leider diskursive und auch in der Verschiebung des Spektrums Erfolge sind. Und ich weiß, wie es in Österreich ist, ich habe auch eine gute Ahnung, wie es in Deutschland ist, aber vor allem auch im parlamentarischen Diskurs ist das jetzt angekommen. Mit der AfD. Wir sind es ja quasi gewohnt mit der FPÖ, aber es ist auch mit in Deutschland en vogue geworden. Da will ich vielleicht gleich nochmal einhaken, aber vielleicht nochmal vorab den Aspekt, den finde ich ganz interessant. Ich habe mich ja auch mit diesem Marcel Bonert nochmal befasst, gerade heute aus aktuellen Anlass. Der ist ja auch nicht ein ganz unbeschriebenes Blatt. Der hat ja schon vor einiger Zeit die innere Führung der Bundeswehr kritisiert für die Staatsbürgerschaftsideologie in Uniform, so wie er das nennt. Also er findet, dass das, was die Bundeswehr im Rahmen ihrer inneren demokratischen politischen Führung eben ausmacht, nämlich dass wir uns um Grundrechte, Werte und Ähnliches schützend zusammenhalten, dass das jedenfalls in Auslandseinsätzen nicht mehr so ohne weiteres durchhaltbar wäre, weil man da eben im Ausland ist. Und deswegen schlägt er also davor, dass schon in der FAZ vor einiger Zeit eine andere innere Führung, die sich stärker aufs Kämpfen auslegt, die sich stärker auf die Frage sozusagen des Soldaten als Kämpfers bezieht und darüber auch eine konkrete Motivation stärkt und nicht den Staatsbürger. Insofern wäre das an der Stelle natürlich schon anschlussfähig, wie du es beschreibst, dass es also um Verteidigen geht und dann, wenn hier etwas verteidigt wird, dann geht es eben nur durch Kampf. Lass uns vielleicht auch nochmal zurückkommen, weil du hast selber darauf angesprochen. 2015 war ein Beschleuniger für die neue Rechte. Jetzt ist es aber so, dass ja auch schon bei euch in Österreich, sage ich mal so, mit der FPÖ schon ein bisschen länger
auch ihr zu tun habt. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Da hat sich ja die identitäre Bewegung ja auch schon seit 2013 oder noch früher entwickelt, oder? Ja, also die identitäre Bewegung war von Anfang an interessanterweise in Österreich sehr stark. Da war es in Deutschland noch eher sehr am Boden liegend und wurde dann über Österreich interessanterweise und über Pegida aufgebaut in Deutschland. Aber Frankreich natürlich als das Ausgangszentrum und Österreich waren von Anfang an sehr starke Zentren. Das hat viele Gründe, es ist auch nicht monokausal. Es hat zum einen damit zu tun, dass die Burschenschaften in einer Krise sind und die rechtsextreme Szene in Österreich sehr burschenschaftlich durchdrängt war, parlamentarisch wie außerparlamentarisch ging eigentlich nichts ohne die schlagenden Burschenschaften. Und die sind auch durch das Erasmus-System und auch, weil es jetzt wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, sind in eine Krise gekommen. Und da kam so etwas wie die identitäre Bewegung gerade recht, die auch, also dieses ganze Miefige im Keller sitzen und sich mit Bier betrinken, da ein bisschen mehr Action auch reingebracht haben. Und vor allem hat es auch Frauen und jungen Frauen eine Möglichkeit gegeben, sich zu betätigen, was ja bei den Burschenschaften nicht der Fall war. Das heißt, Österreich und vor allem auch durch die Sicherheit, die die FPÖ dieser Szene gibt, hat sich sehr schnell, sehr stark entwickelt. Und das könnte man jetzt als österreichisches Problem sehen, ist es aber nicht, weil gerade durch ein starkes Zentrum in Österreich eben dann in Deutschland sehr viel aufgebaut wurde, auch in den anderen umliegenden Ländern sehr viel Vernetzung nach Italien zum Beispiel gegeben hat und vor allem dann auch andere Schulterschlüsse, also gerade dieses transnationale, nicht dieses quasi internationale Aspekt, wo man Delegationen von Österreich nach Italien oder so schickt, sondern einfach die selbstverständliche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist eine Neuerung, die die Identitären gebracht haben und die in maßgeblichem Teil auch von den österreichischen Identitären getragen worden ist. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Mit vielen Jahren Verspätung schreiten jetzt verschiedene Plattformen und Institutionen ein und versuchen da einen Riegel vorzuschieben. Und auch schon vor 2015, die FPÖ und die Neue Rechte, wo waren denn da die Verbindungen schon? Also konnte man das schon frühzeitig erkennen oder ist da erst später zusammengekommen, was vielleicht ein bisschen zusammengehört? Also man muss ja einfach mal sagen, es geht gar nichts ohne die FPÖ. Das rechtsextreme Spektrum in Österreich ist nicht ohne die FPÖ denkbar. Also da hat man jahrzehntelang eine parlamentarische Partei mit allen Ressourcen, die parlamentarische Parteien haben. Und so groß ist dann Österreich auch nicht. Also natürlich in zweiter, dritter Reihe hängt immer die FPÖ irgendwie drinnen. Und dementsprechend hat auch, also sehr stark eben diese burschenschaftliche Szene und diese burschenschaftliche Szene hat sich sehr stark auch in diesem kulturellen Kampf verstanden, also in diesem intellektuellen Kampf. Das heißt, da wurden natürlich immer wieder Redner, nur Männer meistens, eingeladen und so wurde der Austausch gefördert. Aber das war alles in einem sehr behäbigen Maße und nicht in dieser Dynamik, wie wir es jetzt sehen. Und diese Dynamik funktioniert, weil es diese Vernetzungen eben gibt. Und die FPÖ bietet einerseits Ressourcen, indem sie Personen selbst einlädt, also indem sie Leute wie Sarah Zien und so weiter schon sehr früh auch eingeladen hat und es hier natürlich zu Vernetzungen gekommen ist, auch mit der außerparlamentarischen rechtsextremen Szene und indem die Identitären, die werden ja auch älter und irgendwann landen die Aktivisten und Aktivistinnen ja dann doch bei der FPÖ. Und diese Sicherheit zu haben, dass es ja irgendwann doch noch eine Partei gibt, die einen aufnehmen kann und wo man dann Jobs hat oder wo man auch sich politisch weiter betätigen kann, das ist natürlich ein gutes Sicherheitsnetz. Das gibt es in anderen Ländern in der Form nicht, wenn man zum Beispiel an die USA denkt. Dann sagst du, 2015 gibt es also dann eine enorme Dynamisierung. Dann läuft es nach oben. Und auch bei uns erkennen wir ja in der Bundesrepublik, dass ab da tatsächlich auch die
recht sehr dynamisch wird, sowohl im Social-Media-Bereich, im parlamentarischen Bereich und natürlich aber auch im unmittelbaren Bedrohungsbereich, im Terror. Das ist auch aus deiner Sicht sogar ein genereller Zusammenhang, ne? Absolut. Also das ist ja alles nicht mehr voneinander wegzudenken. Ja, früher und auch wie die Identitären begonnen haben, man sagt, oh, das ist die neue Rechte, das ist die intellektuelle Kulturkampf und das ist die parlamentarische Rechte und denen geht es um Stimmen. Und hier haben wir die Rechte auf der Straße und da geht es um Straßenkampf und Raumgewinnung. Aber in der Dynamik, in der wir leben und die Schnelligkeit, das kann man nur noch zusammendenken. Also wenn man sich anschaut, und wir sehen es ja gerade, der Terrorist von Halle steht vor Gericht, der von Hanau auch bald, Lübcke, aber nicht nur quasi in Deutschland, auch wenn wir Christchurch oder El Paso oder welchen Terroranschlag wir auch immer hernehmen, sie beginnen einander zu gleichen, weil dieselben Ideen dahinter stehen und die Manifeste dieselben Ideen beinhalten. Und immer ganz oben und ganz tief drinnen bei dem allen ist immer diese Idee des großen Austauschs, ja, der Grand Replacement, wie es dann halt auf Englisch heißt. Und das heißt, wir haben es mit einer globalisierten rechtsextremen Netzwerk zu tun, das sich auf selbe Ideen verständigt hat, weil das eben auch in den sozialen Medien nicht nach Ländergrenzen funktioniert und Englisch spricht jetzt dann auch bald jeder. Und wir sprechen hier auch nicht von Netzwerken, weil die Leute kennen sich ja nicht alle und geben das eins zu eins weiter, sondern Inspirationszusammenhänge. Das heißt, wir haben große, große Gruppen von Menschen auf Reddit oder 4chan oder wo auch immer, ja, auf Twitter und Instagram. Und die reden nicht eins zu eins miteinander, aber schießen etwas rein und viele andere sehen das. Memes, Links, Videos und so weiter. Und dadurch radikalisieren sich die alle gegenseitig und es braucht nur einer von denen. Es braucht nur einer von denen, den Schalter umlegen und eine Waffe zur Hand haben. Und der führt es dann aus, was aber alle die denken und was die alle auch gut finden und worauf die alle auch hinarbeiten. Ja, das ist ein stochastischer Terrorismus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in so großen Gruppen von tausenden Menschen irgendeiner das auch in die Tat umsetzt, was sich die alle, also alle gegenseitig radikalisieren, irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit bei eins. Und das ist das Gefährliche, weil man kann nicht sagen, ja, okay, wenn die fünf Leute nicht wären, das sind die Anführer dieser Gruppen, dann ist alles gut, sondern es ist ein wirklich, ein Inspirationszusammenhang eben, wo immer neue Leute, und ein Terroranschlag wird immer zur Inspiration für den nächsten Terroranschlag. Und wir hatten jetzt den Jahrestag von Utøya, und da sieht man ja auch schon das ist quasi auch eine Blaupause, auch wenn es noch die Zeit mit den sozialen Medien ein bisschen anders war. Aber dieses Manifest, dieser Nachruhm, dass der Name bleibt, dass die Ideen bleiben, dass das geteilt wird, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sollte man ihnen diesen Gefallen nicht tun und die Namen nicht öffentlich debattieren und ganz klar diese Manifeste und diese Videos auch nicht zeigen, weil sie sind noch nicht relevant zum Verständnis der Tat. Was sind die gemeinsamen Themen dieser neuen Rechten? Sie sind ja offenbar jetzt transnational vernetzt, internationalistisch auf keinen Fall. Sie sind weiterhin Nationalisten. Sind sie eigentlich Faschisten? Was ist der Unterschied? Und was sind die neuen Themen, mit denen Sie jetzt versuchen, auch eine gesellschaftliche Bedeutung zu gewinnen, gesellschaftliche Bedeutung herzuleiten? Was sind die Punkte, auf die wir da besonders achten müssen? Jetzt könnte man ganz lange über Faschismus reden. Ich glaube, dass viele von Ihnen Faschisten sind. Also ich glaube, dass viele der Ideologen und Ideologinnen der neuen Rechten einfach in der engsten Definition Faschisten und Faschistinnen sind. Nicht alle, und da können wir jetzt über Feinheiten streiten und wie durchideologisiert oder intellektualisiert sind viele von ihnen, viele sind es. Und ich glaube auch, dass man auch in einer engsten Definition Nazis
findet. Ja, ich möchte mit diesem Begriff nicht zu, also den nicht zu häufig verwenden, aber es gibt auch einfach waschechte Nazis drinnen. Und genau, was war die Frage? Entschuldigung, jetzt war ich so sehr mit dieser Faschismusdefinition. Also, was die gemeinsamen Themen der heutigen Zeit sind. Ganz klar, Flüchtlingsthematik ist ihr großes Einfallstor in einem breiten Diskurs. Also das geht auch nicht weg. Und sie werden jede Chance nutzen, das reinzubringen. Ja, Corona hat ihnen da tatsächlich in der öffentlichen Arena das Wasser abgegraben. Und man hat es gesehen, sie haben ganz lange versucht, aber die Flüchtlinge sind wichtiger als die Pandemie, diese in der Türkei, Griechenland, diese Gegenüberstellung. Und haben es natürlich nicht geschafft, weil natürlich die Pandemie alles beherrscht hat. Was sie auch zunehmend versuchen, ist, ökologische Diskurse zu besetzen. Das ist jetzt auch nicht neu, das gibt es jetzt auch schon seit 100 Jahren immer wieder. Aber wir sehen es gerade über den Attentäter in Christchurch, gerade im angloamerikanischen Raum sehr stark, dieses Verbinden von Klimakrise, Klimaschutz und Überbevölkerung. Und diese Überbevölkerung ist natürlich in den Ländern des globalen Südens und dagegen muss man etwas tun und dieses dagegen muss man etwas tun ist in ihrer Vorstellung, die müssen weg. Und das ist auch also ein ganz schneller, großer Trigger hin zu Terror, diese Ideen der Überbevölkerung und es sind zu viele Menschen und deswegen müssen Menschen weg. Das haben wir jetzt im deutschsprachigen Raum, ist die Flüchtlingskrise ganz oben, aber man sieht es kommen, diese ökologischen Fragen und dass man die auch autoritär beantworten kann. Und genau, und natürlich der große Joker, die Pandemie und wie es da weitergeht. Jetzt haben wir auch bereits die ersten Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich würde Thomas mal bitten, sich mal da einzuklinken. Thomas. Genau, also wir haben eine Frage jetzt hier auch über Zoom, über F&A, dass Thomas Holstein fragt, also das geht so ein bisschen in die Frage, die ihr auch eben auch schon angesprochen habt. Die neue Rechte ist inhaltlich und intellektuell wirklich neu. Sie suchen dennoch die Verbindung zum Neokonservativismus. Aber darf man sie eigentlich Faschisten nennen? Das ist so ein bisschen so die Frage, die ihr ein bisschen eben schon mal zumindest gestriffen habt. Das ist die eine. Und es gibt auch noch zwei weitere, die über Facebook reinkamen. Katrin Vogler schreibt, in Deutschland ist gerade der Leiter, das habt ihr am Anfang ja schon als Thema gehabt, der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr geschasst worden, weil er Seiten und einschlägige Kommentare der IB geliked hat. Jetzt die Frage, wie schaut es in Österreich mit den Verbindungen der Rechten zu den Sicherheitskräften aus? Das ist Ihre Frage. Und Claudia Schulz schreibt, wie kann es sein, dass von Computern der hessischen Polizei persönliche Daten von unliebsamen Personen abgefragt werden? Also im Prinzip diese drei Themenkomplexe. Einmal die Frage der Bewertung der neuen Rechten als faschistisch, ja oder nein. Dann die Frage nach den Verbindungen der extremen Rechten in Österreich zu den Sicherheitskräften und letztlich die Frage von Polizeizugriff auf persönlichen Daten, die dann weitergegeben werden an die rechte Szene. Das sind jetzt immer drei Fragen, die jetzt reingekommen sind und die ich euch jetzt einfach mal übergebe. Ja, dann sage ich vielleicht gleich mal was. Also die Beurteilung als faschistisch, da kommt es immer sehr darauf an, von wem wir reden. Ja, ich sind zu einem großen Teil Faschisten, Faschistinnen, aber es kommt auch sehr darauf an, wie man als neue Rechte definiert. Da gibt es verschiedene Definitionen, kleine Definitionen, große Definitionen. Da sind werden Parteien involviert oder auch nicht. Aber zu den maßgeblichen Ideologen, Ideologinnen, das ist das Zentrum Schnellroder, der angegliederte Verlag und so weiter, passt zu den allermeisten der Begriff faschistisch. Auf jeden Fall. Das sind sie in ihrer Ideologie und sie legen es auf vielen, vielen Seiten dar. Sonst müsste man es im Einzelfall besprechen, ob jetzt die oder jene Person auch in diese Definition dazugehört. In Österreich ist es sehr kompliziert mit den, oder auch nicht, mit den Sicherheitskräften
und rechtsextremen Verbindungen. Wir hatten die FPÖ bis vor kurzem in Regierungsposition und die haben da ziemlich ungeräumt in den Sicherheitskräften. Also wer mal lange Zeit hat, soll sich das bitte mal googeln, was mit dem Geheimdienst in Österreich, da gab es eine Hausdurchsuchung, da hat die Polizei den Geheimdienst gestürmt, hat sensible Daten einfach mitgenommen, hat sie dann quasi weggerissen, das wurde alles nicht gesichert, man weiß nicht, was da passiert ist. Also es ist ein reinster Polit-Thriller. Das heißt, es wird auf jeden Fall versucht, diesen Zugriff bis in die sensibelsten Bereiche, nämlich den Geheimdienst, zu bekommen. Sonst sehen wir immer wieder natürlich Verbindungen von Polizisten, auch hier die männliche Form. Also da gibt es stadtbekannte Polizisten, die einfach eine hohe Funktion halt auch haben in der FPÖ-Gewerkschaft und die auch ein dementsprechendes Auftreten haben und auch Verbindungen hin zu anderen rechtsextremen Kreisen. In Österreich ist das alles ein bisschen normaler. Da wäre das auch nicht mehr der Skandal, wenn ein Mitarbeiter eines bewaffneten Verbands auf Instagram etwas liked, aber leider ist Österreich da in einer Normalisierungsstrategie sehr viel weiter. Also ich habe es mir selbst gemerkt, man kann sich schon gar nicht mehr echauffieren über so vieles, weil es einfach schon so normal ist. Aber man sollte natürlich. Ja, und wie das sein kann, dass auf Polizeicomputern persönliche Daten abgerufen werden von Personen, die dann Drohungen bekommen, also da müsste eigentlich die ganze Republik müsste da aufstehen und sagen, dass, also bewaffnete Verbände ist das Sensibelste, was ein Staat hat. Ja? Das sind die Leute, die an Waffen trainiert werden. Und wer an Waffen trainiert wird, ist bereit, diese Waffen auch zu verwenden. Und wenn da mal beginnt, eine Schneise reinzukommen, in antidemokratischen Netzwerken, an autoritären Netzwerken, an rechtsextremen Netzwerken, dann hat man ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und dann ist wirklich Gefahrenverzug. Und wir haben es gesehen mit dem Hannibal-Netzwerk, jetzt NSU 2.0, also da müsste sofort ein Riegel vorgeschoben werden. Und zwar wirklich nicht mit der Pinzette, sondern wirklich ganz, ganz scharf, weil das ist tatsächlich einfach staatsgefährdend, was da passiert. Jetzt ist es ja mit dem klassischen Faschismus relativ einfach, sag ich mal so. Er ist diskreditiert. Das will kaum jemand haben. Was anderes ist es natürlich schon, wenn es um die neue Rechte geht und deren politische Themen, die durchaus ein höheres Anknüpfungsfeld haben. Ich verrate ja kein Geheimnis, Natascha, wenn ich sage, du bist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Und wie diskutiert ihr das denn sozusagen auch als sozialdemokratische Linke? Das interessiert mich tatsächlich auch. Da die, also in der Gegenstrategie, in der Möglichkeit, die Anknüpfungsfähigkeit der neuen Rechten zurückzudrängen, die Möglichkeit, dort auch quasi wieder in die Offensive zu kommen. Das ist natürlich auch für uns als Deutsche Linke eine relevante Frage, die auch quer über die Parteien, die sich eher dem progressiven Lager zuordnen, natürlich bei uns stark diskutiert wird. Und ich glaube, da sind wir natürlich auch an euren Erfahrungen durchaus interessiert. Ja, also Österreich eignet sich immer gut quasi als Blick in die Zukunft. Vor allem unser Problem ist ja eigentlich im Moment, dass die FPÖ gar kein Problem mehr ist. Also gar ganz nicht, aber ein geringeres Problem ist. Und auch die Identitären sind nicht quasi die erste Priorität gerade. Also unser Problem ist, dass wir eine konservative Partei haben, die genauso redet wie die extreme Rechte. Und die dieselben Themen aufs Tableau bringt wie die extreme Rechte. Und die auf einmal Strategien hat, die wir nicht kennen von konservativen Parteien. Und was passiert hier? Wie kann es sein, dass wir eine konservative Partei haben, die polarisiert, die die Gesellschaft auseinanderreißt und nicht versucht, wie man das kennt, staatstragend Gräben zu kitten und so weiter. Ja? Und wir haben es mit einem ganz neuen Phänomen zu tun, wo wir auch einfach Rassismus, also heute das zweithöchste Amt im Staat ist der Parlamentspräsident und der hat heute mal lapidar verlautbart, die Muslime mögen sich bitte an die Verfassung halten und sich zu der bekennen, als gäbe es einen Generalverdacht, dass Muslime sich nicht an die Verfassung halten. Und so eine Strategie kennen wir nur von der FPÖ und jetzt haben wir es mit einer Partei, die
in Umfragen kurz vor der absoluten Mehrheit steht und natürlich nochmal ganz andere Ressourcen hat. Das heißt, das ist etwas, wo ich dringend rate, damit einen Umgang zu finden, denn in Österreich ist dieser Umgang bis jetzt nicht gefunden worden. Also es gibt natürlich, diskutiert man drum und es diskutiert sich sehr viel über Bezeichnungen, darf man das jetzt rechtspopulistisch oder extreme Rechte, was darf man dazu sagen? Im Prinzip ist mir egal, was wir dazu sagen, solange wir uns auf ein Phänomen verständigen. Und das fehlt vor allem in dieser parlamentarischen Logik, wo sich gerade die SPÖ nicht erholt hat von den vielen Niederlagen, die sie hat. Die Grünen sind mit dieser Partei in Koalition. Das heißt, hier ist man auch an andere Logiken gebunden, an parlamentarische Logiken gebunden von Opposition und Regierung. Und das heißt, es bleibt eigentlich nur eine außerparlamentarische Linke übrig. Da gibt es sehr viel, da gibt es sehr gute Leute, hat aber natürlich nicht denselben, also ist nicht dasselbe, wie wenn man eine Partei hätte, wo das entsprechend diskutiert wird. Und deswegen kann ich nur dazu raten, auch mit allen Erfahrungen, wo es noch ein bisschen weiter ist, in den USA und UK, sich nicht so sehr an diesen Formallogiken festzuhalten von, oh, das ist eine Partei und oh, das sind die Bewegungen, sondern wirklich Möglichkeiten des gemeinsamen Austauschs zu finden, Expertinnen, Wissen, Erfahrungswissen, das alles zusammenzubringen und einfach hier auch einen solidarischen Umgang miteinander finden, weil man muss immer sehr viel unter den Hut bringen und 100% wird es nicht sein, dass alle so sind, wie man das gerne hätte. Aber gerade jetzt auch die Erfahrungen aus den USA zeigen, durchs Reden kommt leidsam, also viel miteinander reden, viel aufarbeiten und viel Erfahrungen aus sehr vielen Bereichen zusammenholen. So, es gibt jetzt zumindest noch, Jörg, du bist ganz leise. Das ist mal, was ja tatsächlich auch offenbar nicht hilft, ist die Hoffnung darauf, dass die allein auch persönlich so Deppen sind. Denn dass der Strache ja offenbar überhaupt nicht groß, es hat ihm nicht geschadet, also das hat der Rechten nicht sehr geschadet. Es bleibt am Ende nur die politische Auseinandersetzung. Absolut. Also diese persönlichen Auseinandersetzungen, dass da nochmal Rechnungen beglichen werden, auch von JournalistInnen, das kann man machen, wenn man das möchte. Aber es ersetzt einfach nicht den politischen Diskurs. Ja. Ob jetzt Strache wieder reinkommt bei der Wienwahl, da wäre ich mir nicht so sicher. Da ist auch, also ja, da ist auch persönlich viel passiert. Aber es sind ja nicht alles so. Und ich kann ja nicht nur einen quasi persönlichen einen persönlichen Kampf gegen eine Person führen. Das sind ja Strukturen. Und wenn einer weg ist, dann kommt der nächste. Das ist also, auch bei Trump ist man da in diesem Dilemma. Jetzt quasi Trump abschießen, aber die Bedingungen, die dazu geführt haben, dann hat man in 4 Jahren den nächsten Trump und der ist viel klüger und macht viel geschickter als der jetzige Trump. Und dann hat man wirklich, wirklich ein Problem. Also man muss schauen, die Bedingungen, die zu einer Situation, wie wir sie jetzt haben, führen. Das klingt nicht so sexy, wie zu sagen, ich bin gegen diese eine Person, aber es hilft nichts. Man muss es tun. Aber Mikrofon an. Wir haben auch eine persönliche Meldung, und zwar Thorsten Kirschke hat sich gemeldet. Den lasse ich jetzt mal hier zu euch in den Diskussionsraum. Und wenn er dann hier eingetreten ist, der gute Thorsten, er müsste jetzt langsam wieder zukommen, dann kann er auch seine Frage oder sein Statement an euch beide richten. Thorsten, du hast das Wort, du müsstest, die Kamera kannst du auslassen, aber das Mikrofon müsstest du schon anmachen. Ja, ich muss das entschuldigen, und zwar, wir haben ja jetzt in Berlin das Problem mit Attila Hildmann, der ja Volker Beck bedroht hat, der die Grünen als Pädophilenpartei und als Kinderfickerpartei betitelt hat. Und nun hat die Staatsanwaltschaft verkünden lassen, dass sie wohl jetzt keine Ermittlungen gegen ihn halten würden. Und dann sind wohl dermaßen viele Beschwerden eingegangen, auch selbst von uns Grünen aus Berlin. Und dann hat es halt bei der Staatsanwaltschaft Berlin
irgendwie mal Klick gemacht, weil ich bin unseren Justizsenator mal ein bisschen auf den Sack gegangen. Es kann ja wohl nicht sein, dass die Berliner Staatsanwaltschaft nicht ermitteln tut gegen Attila Hildmann, wegen dessen Äußerungen gegen die Grünen, gegen Volker Beck. Weil Volker Beck hat ja schon mehrmals Morddrohungen ausgestoßen. Beim letzten Mal auch, da hat er ja auch irgendwie so einen Blödsinn und dann hat er auch Morddrohungen ausgestoßen. Und jetzt für meine Frage, wie geht man denn ganz offensiv gegen solche Verschwörungstheoretiker und rechten Idioten wie Attila Hildmann den Volkslehrer oder sonstige Idioten um? Wie müssen wir dagegen wappnen? Weil es kann ja nicht sein, dass solche Leute halt solche Drohungen ausstoßen und die Staatsanwaltschaft nicht reagiert. Diesmal muss sie reagieren, weil sie kriegt von den Grünen, also sie kriegt von der politischen Ebene in Berlin jetzt Druck. Thorsten, vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist angekommen. Ja. Da gibt es kurze und lange Antworten. Die kurze Antwort ist, dass sowas auf jeden Fall immer zur Anzeige gebracht werden muss. Und das ist. Ja, genau. Und dann, also wenn da Justizbehörden auf Morddrohungen nicht reagieren, auf solche Beleidigungen nicht reagieren, dann merkt man ja wieder, man hat echt ein systemisches Problem. Und dann funktioniert es nur noch mit öffentlichem Druck. Und öffentlicher Druck ist die Arena, wo man noch halbwegs gleiche Waffen hat, muss man sagen, wenn man jetzt diese Rhetorik verwenden will. Ja, weil offensichtlich in der Justiz und bei den bewaffneten Verbänden die Dinge schon sehr in der Schieflage sind. Und dass jemand wie Attila Hildmann, das ist nicht das erste Mal, mich wundert es ehrlich, dass der öffentlich schon so lange so auftreten kann und dann nicht eingeschritten wird, von welcher Seite auch immer. Das ist so wahnhaft, das ist so, muss aufpassen mit Pathologisierungen, aber das grenzt so sehr an. Das hat mich ja auch schon mal beschwert, ja. bei der Berliner Polizei beschwert deswegen, auch schriftlich. Und da habe ich die Aussage bekommen, es gilt auch die demokratische Meinungsfreiheit. Da meine ich, nein, dieser Typ stößt Morddrohungen aus, dieser Typ Hassreden und er beleidigt die Grünen, er beleidigt sogar die Linke und so, und das geht schon mal gar nicht. Und sobald jemand so etwas macht, dann gehört er aus dem Verkehr gezogen. Vielleicht komischerweise, wenn wir Linken sowas machen würden, zum Beispiel Morddrohungen gegen irgendjemanden ausstoßen würden, dann würde man uns quasi auf den Sack hauen. Aber diesen Typen und den lässt man schalten und warten. Seit Anfang an. Und ich habe mich seit Anfang an schon darüber aufgeregt. Das kann nicht sein, dass solche Idioten auf den Straßen öffentlich eine Morddrohung ausstoßen. Und die Polizei reagiert nicht. Und dann ging es ja auch noch um diese Corona-Maßnahmen. Das haben wir soweit verstanden. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Thorsten, ja? Lass uns auch mal kurz antworten. Ne? Ja. Also die Sache ist tatsächlich die, offenbar gelingt es der neuen Rechten auch durchaus, im Staatsapparat in bestimmten Strukturen Anschlusspunkte zu finden. Und jetzt sind wir ja auch gerade bei der Frage der Gegenstrategien. Welche Möglichkeiten gibt es für Gegenstrategien? Ich glaube, wir haben da neben dem, was Natascha durchaus richtig sagt, die Frage der Verknüpfung zwischen außerparlamentarischen und parlamentarischen antifaschistischen Kampf, auch eine Frage, dass wir uns die demokratischen Institutionen A nicht wegnehmen lassen dürfen. Das ist meines Erachtens das eine. Und das zweite ist, dass wir sie auch politisch weiter demokratisieren müssen. Also es betrifft natürlich, Natascha hat es angesprochen, die Frage von bestimmten Institutionen, die mit Waffengewalt ausgestattet sind. Gerade für die muss ein enormer politischer Kontrolldruck entstehen. Gerade für die muss auch ganz klar sein, dass dort nichts geduldet wird, was in diese Richtung läuft. Und wir haben auch, ich meine, Thorsten hat es gerade angesprochen, wir haben ja durchaus auch in Berlin Staatsanwälte, die Mitglieder der AfD sind, und in neurechten Publikationen publizieren. Wir haben da den Matthias Barth, der ist Staatsanwalt hier in Berlin und war nicht zuletzt auch in der Vergangenheit in AfD-Kreisen und so weiter und in neurechten Publikationen aktiv.
in solchen Situationen muss man natürlich ein starkes Auge drauf halten, dass hier diese Gruppierungen, dass hier diese politischen Strömungen nicht immer stärker werden, auch im Staatsapparat. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Das gilt auch im Übrigen für die Bundeswehr, das gilt aber auch für andere institutionelle Bereiche. Das ist aber nur ein Punkt, der einer von verschiedenen Auseinandersetzung ist, die wir gegen die neue Rechte offenbar jetzt auch mittlerweile führen müssen. Österreich, befürchte ich, Natascha hat es angesprochen, ist da ja leider schon einen Schritt weiter, in dem dort es der Rechten schon gelungen ist, da auch bestimmte Punkte auch zu machen. Ich hoffe, dass wir da auch in nächster Zeit zu Fortschritten kommen. Ja, also wir müssen, das ist es ja. Also es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir wirklich einen Weg finden müssen. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es die eine Strategie ist, sondern alle müssen ansetzen dort, wo sie stehen. Und wir müssen schaffen, das miteinander zu verbinden. Es klingt wie eine Binsenweisheit, aber es gibt jetzt keine Übung mehr, sondern als Linke muss man jetzt mal sagen, okay, großartige Klimabewegung, einfach weitermachen, super, muss sich verbinden mit antifaschistischen Bewegungen, da ist auch sehr viel passiert, antirassistische Bewegungen und so weiter. Und man muss ein Übereinkommen finden, wo man akzeptiert, dass es unterschiedliche Logiken, unterschiedliche Ideen gibt und bereit sein, diese Differenz noch auszuhalten, weil uns alles miteinander mehr verbindet und eine gemeinsame Zukunftsvorstellung verbindet, und wir alle nichts gewinnen, wenn es wirklich zu einem autoritären Umsturz kommt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser heutiger Web-Talk zum Thema Zwischen Parlament und Terror, die neue Rechte. Und ich glaube, es ist einiges klar geworden. Wir haben die modernisierte Rechte, die versucht, im Staat Fuß zu fassen, die versucht, Hegemonie zu gewinnen. Und wir haben die Notwendigkeit, dagegen etwas zu unternehmen. Was kann das sein? Zum einen natürlich politische Auseinandersetzung, das ist völlig klar. Gemeinsam als außerparlamentarische Bewegung mit Parteien und fortschrittlichen Organisationen uns auch auf die verschiedenen Logiken dieser jeweiligen organisatorischen Formen einlassen. Das ist wichtig. Und natürlich ein solidarischer Umgang. Das ist das, was Natascha nochmal explizit angesprochen hat. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der uns Linke nochmal ganz besonders ins Stammbuch zu schreiben wäre, der solidarische Umgang. Und klar, darüber hinaus auch in Anbetracht etwa dieser hessischen Polizeiabfrageskandale, die wir da haben, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle an Institutionen, kein Fußbreit gegen rechts und mit allen Mitteln auf allen Ebenen. In dem Sinne wünsche ich euch bis zur nächsten Woche. Seid fröhlich und antifaschistisch. Bis dahin. Tschüss, Baba. Tschüss. So, and